Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Jawohl, ja, wir befinden uns auf der Insel der Vampire, dessen Namen mir gerade hinfallen ist. Burg Volkihar, oder? Volkihar, doch, stimmt schon. Hab schon richtig gelesen. Wir schleichen uns jetzt quasi in diese Burg im Hintereingang rein, um die Mutter von Serana zu finden, ja? Und deswegen sneaken wir uns da jetzt durch. Das Problem, was halt ist, sage ich jetzt mal, ist das kleine Problem, dass ich gerade eben vor zwei, drei Folgen die alte Wasserzisterne. Manchmal würde es so riechen, als ob... Seid froh, dass ihr damals nicht hier gewesen seid. Okay. Ja, ich hab Schleichen quasi verlernt. Was zu einem kleinen Problemchen geführt hat. Oder besser gesagt, ich wollte eigentlich weiter leveln. Zack. Was aber anscheinend kein wirkliches Problem darstellt, denn wir kommen auch so ganz gut durch. Ja. Ihr komischen Hundis interessiert mich wenig. Der alten Zisterne. Das ist eine Falle. So eine Gemeinheit. Hier unten im Wasser was? Immer mal gucken, ja, ob man nicht doch irgendwas Nützliches findet. Da oben ist auf jeden Fall was Großes. Und hier hinten sind Skelette. Nun gut, wir speichern mal. Und hoppeln hier mal hoch. Ist nur ein Wauwau. Ein wilder Vampir. Ich wusste es. Das wird unser Lehrer sein. So. Tagebuchfragment. Ring der Zerstörung. Den Pfeil nehme ich mit. Das Salz nehme ich mit. Die Lederstreif. So, du hast den Hund wieder belebt. Also die Imperiumkriege, die politische Verrat, Zerstörung verbessert. Yay! So. Heran. Jetzt und nach links. Das hier ist eine dieser doppelten Sicherheitseinrichtungen, die mein Vater mit seinem Verfolgungswahn hat einbauen lassen. Okay. Wenn wir diesen Weg folgen, können wir den anderen Schalter finden. Nach links. So gehen wir erst nach rechts. Wer ist da? Niemand. Gib mal Ruhe! Serana! Aus! Das wird euch eine Lehre sein. Echt? Ist halt so verrückt. So. Okay, außer Stacheln gibt's hier unten nicht. Das ist ja lame. Das ist ja echt lame. Oh. Da. Haben wir da hinten wenigstens alle Fallen wieder angemacht. Komische Geräusche. Da, noch einer. Der kommt von dort.
Oh Mann. Viele Bücher hier. Achso, das wird die Abfallgrube sein, oder? Die Abfallgrube. Wir sind doch hier nicht in... Dark Souls, oder? Da sieht's genauso aus. An manchen Stellen. So. Das ist nur ein Kistchen. Oh. Na. Hey. Brüche. Seite sind wir hier, die Eingangsseite ist. Ich muss aber auf die andere. Glaube ich zumindest, dass ich darüber muss. Ich komme da auch hin. Bewegung. So, und zwar gehen wir dahin mit Wirbelwindsprint. Na komm. Wir benutzen's. Okay, schön. So. Eine Heilung. Skelett, wieder weg. Noch den Trank, Geldbeutel. Und das Kistchen hier. Abam. So. Dann hat sich das schon mal erledigt. Wir speichern. Wählen wieder den Bogen aus. Hier geht es zum Innenhof. Geht einfach zur Tür. Okay. Hof, Tür. Na gut. Wir sind, glaube ich, im Innenhof schon. Wir haben es in den Innenhof geschafft. Oh nein. Hier nur geschehen. Alles ist heruntergekommen. Der ganze Ort sieht so tot aus, als wenn wir die Ersten wären, die ihn nach Jahrhunderten betreten. Was wahrscheinlich so ist, oder? Edmund-Emblem. Dieser Weg führt in die großen Halle der Burg. Vater hat ihn allem Anschein noch versiegeln lassen. Früher bin ich hier oft nach dem Abendessen spazieren gegangen. Es war einst ein wunderschöner Ort. Okay. Beim Emblem gefunden, dass ich da... Der Garten gehörte meiner Mutter. Er... Wisst ihr, wie schön etwas sein kann, wenn es über hunderte von Jahren von Meisterhand gepflegt wird? Ihn so zu sehen, hätte ihr das Herz gebrochen. Mhm. Wartet. Yeah. Was denn? Ich bin... Was willst du? Ja? Was wolltet ihr?
Mein Gott, dann halt nicht. Da ich loot hier erstmal natürlich deinen ganzen Garten. Etwas stimmt nicht mit dieser Monduhr hier. Einige Teile fehlen und das Zifferblatt ist schief. Echt? Ich wusste gar nicht, dass diese Teile entfernt werden können. Vielleicht will Mutter uns damit etwas sagen. Ja, ich setze die Teile gerade alle ein, ja? Was ich gerade so finde. Könnte hier noch was sein? Könnte noch was sein? Ist es aber nicht. Dann vielleicht hier oben. Ups. Was? Brusttor. Ich glaube, wir haben alle. Ne, hier fehlen auch. Oh Gott, da fehlen ja die Ringe. Sehr klug, Mutter. Wirklich sehr klug. Mhm. Ich bin zum ersten Mal in diesen Tunneln, aber ich würde wetten, dass sie direkt unter dem Innenhof verlaufen und bis zu den Turmruinen führen. Na dann. Nun, wenigstens kommen wir unserem Ziel näher. Los geht's. Jawohl, auf, auf. Okay. Wir sind fast am Ziel. Da bin ich mir sicher. Weißt du, okay. Ich kann auf jeden Fall mal den Gold, was deine Mutter da lagert. Ich habe diesen Teil der Burg noch. Ja, ich habe gerade schon wieder einen blöden Kochtopf mitbekommen. Wie zuvor gesehen. Seid vorsichtig. Ich weiß nicht, worauf wir hier stoßen könnten. Ja, auf jeden Fall frisches Blut. Knochen. Frisches Blut und Knochen. Wasser, frisches Blut, Knochen, Wasser, ganz normal. Bis jetzt. Oh, das gefällt mir. Oh, das gefällt mir ganz so gar nicht. Wir sind fast am Ziel, da bin ich mir sicher. Bären. Zombie wecken. Haben wir die Entführung? Was benutze ich gerade? Feuerblitz. 25. Nee, komm, bleib auf Zerstörung. Wir wollen mal etwas Größeres casten. Was richtig, richtig groß ist. Ja, wie zum Beispiel. Okay, ich will mal das probieren, okay? Alles nieder. Okay, ich speichere hier mal. Das ist ein cooler Zauber. Ich habe zu wenig Mana-Regeneration, aber das ist ja sau cool. Zeigt euch. Da seid ihr ja. Das gefällt mir. Nur das Problem ist, das wird euch eine Lehre sein. Das mir keinen Schaden zufügt. So. Hätten wir geschafft. Jawohl. Looten tue ich sie trotzdem mal. Aber ich glaube, die haben kein Knochenmehl. Okay, Leute, mir gefällt das Magier-Dasein gerade ein bisschen. Hier ist...
gestürzt. Okay, wir müssen, glaube ich, in diese Richtung. Ups, ups. Ja, das Magier-Dasein an mir Freude bereiten. Ich. Okay, probieren wir mal was anderes, okay? Bam! Woher seid ihr gekommen? Hat nicht so funktioniert. Dieser Elementarstoß. Flammen, Funken, Funken. Wind. Okay, probieren wir mal das. Ach, das ist mehr sowas Permanentes, okay. Ah, okay, 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 okay. Und danach gibt's einfach den stinknormalen Feuerblitz. Aber wir nehmen uns mal ganz kurz. Leute, das muss jetzt getestet werden. Tut mir leid. Bumm. Okay, wir haben's getestet. Ich hab's als Solala empfunden. Weiter geht's. So. Wir besiegen, glaube ich, die Gegner lieber wieder auf herkömmliche Weise. Ich bin ja Gargoyle. Ich bin ja mächtiger Gargoyle. So. Und zwar ist die herkömmliche Weise mit Pfeil und Bogen. So, oh, toll. So glaube ich zumindest, dass Dummbatz das Pfeil und Bogen eine zack, gute Methode ist dafür. Wer ist da? Ein Skelett. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Oh. So. Wer ist da? Wer soll denn da schon sein? Mein Gott. Zack. Oh. Alles klar. Oben sind auf jeden Fall Skelette. Es doch. Da ist ein Gegner. Makellos, makellos, zack, zack. Die Erze nehmen wir natürlich mit. Ich finde Gargoyles sehr gut für, als Gegner. Hm, Magika. Magika bringen wir jetzt erstmal auf 200. Da sind wir schon wieder auf 33. Ich würde gern
bisschen ins Bogenschießen reinskillen, denn der Bogen ist ja noch unsere Hauptwaffe. Okay. Was war das für ein Geräusch? Ich speichere mal lieber schnell mal. Wo seid ihr gekommen? Oh. Zack. Au. Bam. So viele Seelensteine, wie ich schon wieder habe. Nein, hier soll deine Mutti wohnen. Klar, wir werden langsam zu einem echt guten Bogenschütze, würde ich mal behaupten. Ist direkt da wir. Schon wieder so ein blöder Gargoyle. Ja, natürlich. Bumm. Hast du mich entdeckt? Wer ist da? Ich habe das Skelett getroffen. Da. Komm zurück. So. Komm, nehmen wir alles mit. Eichen verbessert, okay. Warum? Alles klar. Das war dumm. Ah, ich habe keinen Seelenstein mehr. Wer ist da? Ein mächtiger Gargoyle. Zack. 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 Okay, ja, ja, komm. Gargoylchen, komm schon. Das gilt damit nur meine Rüstung, wenn du sie schlägst. Und mir kommt es dann später. Irgendwann werden wir dann bessere Pfeile machen, den ganzen Schwung. Hoffe ich. Schade, schade. Ah. Jawohl, ja. Okay. Bergbogen ist halt echt scheiße.
Warum geht er so komisch drin? Damit umgehen wir, glaube ich, gerade die ganzen Skelette unten. Aber ich möchte trotzdem unten rein, denn vielleicht ist dort ein Gargoyle, der uns tolle Erze gibt. Zack. Zack. Ja, das wird euch eine Lehre sein. Ja. Wir sind fast am Ziel, da bin ich mir sicher. Ja, fast. Fast sind wir da. Warum nutzt denn dein Daddy eigentlich die ganzen Räume hier nicht? Das ist irgendwie dumm. Müsst halt nur mal aufräumen. Okay. Oh, und du darfst mir nicht immer den Weg blockieren, Schätzelchen. Wir sind fast am Ziel, da bin ich mir sicher. Ja, das stimmt. Höchste Magiker, Krug, verschiedene Schädel. Steht sie dann gleich irgendwo random in irgendeinem Raum drin, oder? Der Raum gefällt mir. Wer ist da? Oh, das ist ein normaler Gargoyle. Das wird euch eine Lehre sein. Ich habe einen Gargoyle gemacht. Woher seid ihr? Den habe ich nicht gesehen. Da, Rüstung hochskillen, na komm. So, na komm. Ich glaube nicht, dass wir schon ganz oben angekommen sind. Bestimmt gibt es hier noch eine Art Geheimgang. Ja, bestimmt. Gibt es hier eine Art Geheimgang? Oh Gott, das erste, was ich... Ihr habt nichts gesehen, ich auch nicht. Wir gucken uns erstmal die Rüstung an. Wenn ich sie finde, königliche Vampirrüstung, leichte Rüstung, regeneriert sich schneller, 70 Rüstung. 88 Rüstung. Kann ich aber aufwerten. Ja? Ich würde aber sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dort werden wir dann den Geheimgang betreten, oder? Also Leute, tschüss.